Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon X. Wir sind kurz vor der vierten Arena, beziehungsweise wir sind hier bei der vierten Arena und da wollen wir nun hin. Aber vorher müssen wir jetzt die Arena besiegen, weil sie will nochmal gegen uns kämpfen. Ja, der folgende Plan sieht so aus. Sie bekämpfen, sie besiegen, Arena erledigen, dann die Azurbucht bereisen und dann da so ein bisschen lang. Und das Gute ist, ich kann dann Fliegen endlich auch außerhalb des Kampfes einsetzen, weil wir noch die vollen Fliegen bekommen haben. Daher ist der Plan, erstmal die Arena und dann die Azurbucht. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich würde gerne eine Mega-Entwicklung ziehen. Natürlich ist es dir überlassen, ob du die Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Ich möchte gerne das Feuer aus geschöpftes Potenzial von Pokémon erleben. Ich habe kein Pokémon dabei, was momentan die Mega-Entwicklung kann. Es tut mir leid. Also kannst du es noch nicht sehen, aber ich denke mal, du wirst es eines Tages sehen. Eines Tages werde ich ein Pokémon haben. So, ein Sphiogon. Wie heißt es? Sphiogon. Okay, sehr, sehr schön. Dunkelklaue. Ist ja vom Typ Psycho, von daher können wir das schön sehr effektiv mit Geist angreifen. Das war nicht sehr effektiv. Oh, Level 31. Das ist sehr, sehr hoch. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Dann kommt jetzt noch ein Psychstrahl. Ja, wir machen jetzt noch eine Dunkelklaue und anschließend dann Schattenstoß. So ist der Plan. Aber es ist ja noch eins ihrer schwächeren Pokémon. Wie stark wird denn das stärkste Pokémon dann sein? Ihr Starter, ihr Routener. Ja, das wird ganz schön stark sein. Bin ich mir sicher. Aber mal gucken, was daraus wird. Vielleicht müssen wir ja auch die Azurbucht vorher machen, weil wir in der Arena nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, was die Arena für einen Typ hat. Wenn wir da sehr doll im Nachteil sind, dann müssen wir erstmal ein bisschen trainieren in der Azurbucht. So, Abzuhol. Ja gut, da kann sich ja Maron nochmal drum kümmern. Da ist ja Maron so ein bisschen Spezialist inzwischen schon geworden. Ja, Serena hat dieselben Pokémon wie letztes Mal, als wir letztes Mal gegen sie gekämpft haben. Ich denke mal, beim nächsten Mal wird sie wieder ein Pokémon mehr haben. Du machst erstmal auf Zugkeep, das ist mir recht. Wegen Beulenhelm auch noch. Ich habe noch nie Beulenhelm so effektiv eingesetzt wie jetzt hier in diesem Let's Play. Aber ja, läuft bisher auch ganz gut. Schlitzer, hohe Volltrefferquote. Kann dementsprechend auch sehr, sehr schnell kritiken. Also killen. So, sehr, sehr schön. Jetzt kommt Routena vom Typ Feuer. Bedeutet, Maron kann natürlich hier nicht weiterkämpfen. Rex oder Kug? Ich gehe mal zu Rex. Ich hoffe mal, dass Rex es hinkriegt. Wenn nicht, muss ich zu Kug rüber. Auf jeden Fall sind das beide meine Spezialisten gegen Feuer-Pokémon. So, ich nehme jetzt Antikraft. Ist unsere neue Attacke. Kann auch die Statuswerte alle erhöhen, wenn man Glück hat. Das wäre auf jeden Fall mega super, weil sonst hält Rex keinen Hit aus. Oh, nur so wenig. Ah, shit. Ja gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal zu Kug wechseln. Schade. Ja, Rex hält leider nicht viel aus. Das ist das Problem bei ihm. Das wird sich aber noch ändern. Mit seiner Entwicklung. Die hoffentlich nicht mehr lange dauert. Oder zum Beispiel bei Kug. Die müsste ja auch bald kommen. Nee, wir können da jetzt nicht angreifen. Kug muss jetzt auch ausgewechselt werden. Mann! Firebird, komm du mal. Ach, wir dürfen nicht mehr wechseln. Shit. Warum hat das jetzt so viel Schaden gemacht, ey? Ich setz mal einen Supertrank ein. Und durch Feuerwirbel dürfen wir halt nicht wechseln. Daher muss das Kug jetzt irgendwie hinkriegen. Nochmal ein Feuerwirbel. Oh. Wie viel KP gehen durch Feuerwirbel weg? 6 Stück, ne, 8 Stück, 8 Stück. Ey, wir kriegen es so nicht down. Mann. Ich setz da einen Supertrank ein. Ich war am überlegen, ob ich vielleicht auf Schaufler gehen soll. Aber ich setz immer nur Feuerwirbel ein. Ja, natürlich jetzt noch ein Volltreffer. Ja, Kug ist weg. Mann. Das Routena ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Rex kann ich nicht einsetzen. Master auch nicht. Ja, komm, Firebird. Master halt nicht wegen dem Stahltyp. Da sind Feuerattacken sehr effektiv. Nur Firebird kann es schaffen. Da haben wir ein Glück, unsere neue Attacke. Fliegen. Somit wird auch die Attacke abgewehrt. Das ist sehr, sehr schön. Wie viel Schaden machen wir?
Das ist doch schon mal ein bisschen was. Feuerwerbe ist nicht sehr effektiv, das ist auch sehr, sehr gut. Richtet aber jede Runde Schaden an. Naja. Ich hoffe mal, Rutena wird jetzt besiegt. Mal gucken. Sonst werden höchstens ein paar KP übrig bleiben. Okay, es besiegt. War auch sicherheitshalber ein Volltreffer. Boah, das war schon sehr, sehr heftig. Rex erreicht Level 27, sehr, sehr schön. Sehr, sehr heftig. Wir sind zur selben Zeit von Assessia aufgebrochen und haben denselben Weg zurückgelegt. Und doch unterscheidet sich unsere Stärke. Was hast du, was ich nicht habe? Worin unterscheiden wir uns? Gib auf jeden Fall dein Bestes in der Arena. Ja, gut. Ja, gut. Okay, dann erstmal die Pokémon heilen. Ich mache mir trotzdem schon Sorgen wegen... Ach, wo ist denn jetzt das Pokémon? Da unten irgendwo. Ich mache mir trotzdem Sorgen wegen der Arena. Ich guck mal, was da für ein... Nee, hier gibt's doch gar nicht so ein Pokémon Center. Wo ist es denn? Hier ist es. Ich mache mir extrem Sorgen. Ich guck mal, was da für ein Typ auf uns zukommt. Wenn es ein Typ ist, mit dem wir gut klarkommen, wo wir einige Pokémon gegen haben, dann machen wir die Arena. Andernfalls will ich doch erstmal zur Azurbucht gehen. Es könnte Gestein sein, weil das so ein Berg drin ist. Oder Boden, könnte auch sein. Gestein oder Boden würde ich jetzt schätzen. Obwohl, Gestein hatten wir ja schon mal. Genau, also vielleicht Boden. Vielleicht aber auch was ganz anderes. Das sieht fast nach Pflanze aus. Ja, es ist Pflanze. Das sieht nach Pflanze aus. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Der alte Amauro kämpft mit Pflanz-Pokémon. Auf dem Weg zu ihm findest du überall Lianen, die von der Decke herabhängen. Greif nach einer, halt dich gut daran fest und schwing dich damit über die Abgründe. Mit genug Schwung wird der Sieg dein sein. Gegen Pflanze haben wir Firebird. Und sonst weiter nix. Mm-mm. Leute, wir machen doch zuerst die Azurbucht. Der Kampf eben hat mir einfach gezeigt, wir sind zu doll underlevelt. Denn wir haben leider nur Firebird als effektiven Gegner mit Feuer- und Flugattacken. Sonst kein anderes Pokémon. Daher werden wir jetzt erstmal die anderen Pokémon auch so ein bisschen trainieren, damit die dann überhaupt irgendwie angreifen können. Und dann sehen wir mal weiter. Haben wir noch ein bisschen Superschutz? Ja, dann setze ich gleich mal einen Superschutz ein. Packe Moonlight nach vorne. Firebird ist auf dem PC wieder. Bei Firebird werden wir dann in der Arena schön trainieren können. Und daher würde das am besten dann dementsprechend passen. Und ja gut, dann werde ich halt offscreen den Weg dann irgendwann wieder zurück surfen. Das ist dann auch nicht das Ding. Mache ich dann wie gesagt offscreen und dann passt das. So, hier gab es da links ein Item. Ah, jetzt kommen hier so noch wilde Pokémon vor. Ein Mantyrps. Gut, das müsste aber auf Level 27 sein. Wir sind ja hier schon mal lang gesurft mit einem wilden Pokémon. Und ja, mache ich mal... Ich guck mal, wie viel Schaden ich mache, weil dann kriegen wir vielleicht schon mal Level 28 hin. Zwar jetzt beim wilden Pokémon, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zauberblatt. Ah, nee, das macht zu wenig Schaden. Schade. Halt noch durch den... den Flugtyp von Mantyrps. Ein Glück hatte Moonlight gerade den H2O-Absorber bekommen. Okay, da ist der nächste, oder der erste Trainer dieser Azurbucht. Ich bin mal gespannt, auf welchem Level der ist. Ich würde so schätzen, 28, 29. Drei Pokémon dann eher 28, 27. Mal gucken. 27, okay. Also auf unserem Level, so gesehen. Und der hat drei Pokémon. Von daher. So, wir greifen ruhig mal mit Zauberblatt an. Ist zwar keine Step-Attacke. Und auch nicht ganz so stark, aber ist halt... gut gegen Pflanze und das sieht auch trotzdem dann schon mal super aus. Aurora-Strahl, interessant. Aber auch keinen Step-Attacke. Und normal effektiv. Hey, jetzt kann er als erstes angreifen, ist unfair. Uiuiui, Volltopper. Ja gut, Remoraid ist weg. Ihr wisst ja, ich will ja Moonlight noch am meisten mit trainieren. Algit. Was war ein Algit? Ich bleibe mal kurz bei Moonlight, wegen den EP noch. Außerdem... Aha, was war denn das für ein Typ? Ich gehe mal rüber zum Master.
Weil Moonlight hat zu wenig KP. Ja, ich will ja wie gesagt Moonlight trainieren. Wegen Level 30, wegen Entwicklung. Und Mega-Entwicklung da dementsprechend. So, machen wir mal Dunkelklaue. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Tarnung kommt jetzt. Was macht das? Verwandelt sich zu Typ Wasser. War da vorher kein Typ Wasser? Was hat ein Algit für ein Typ? Da gucke ich jetzt einfach mal nach. Algit. Typ Giftwasser. Aha. Gut zu wissen. Moonlight erreicht Level 28. Sehr, sehr schön. Und Weimar kommt jetzt noch. Ah, Master, wir bleiben mal bei dir. Das Problem ist, Kuk und Rex können ja auch kaum was machen. Oh, Erstauner, das ist sehr effektiv, aber kein Step. Sehr, sehr schön. Giftwasser war das eigentlich. Ja gut, hätten wir doch noch mit Psycho angreifen können, normalerweise, aber Moonlight hatte eh kaum KP, also von daher hat es keinen Sinn gemacht. Jetzt kommt AK-Welle. Das macht schon ganz schön viel Schaden. Aber wir machen mehr Schaden. Sehr, sehr schön. Okay, Trainer besiegt. Dann brauchen wir erstmal eine Heilung für die Pokémon. Ja, Firebird habe ich, wie gesagt, jetzt wieder auf die Box getan. Aus dem vollen Grund, einerseits wird Firebird in der Arena dann ordentlich abgehen können. Und andererseits, brauchen wir Firebird hier eigentlich kaum. Bei den ganzen Wasser-Pokémon. Und daher war das schon die beste Entscheidung hiermit. So. Nächste Trainerin. Bisher kein weiteres wildes Pokémon. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann lasse ich erstmal Moonlight auch generell vorne. Flegmon. Okay. Wasser-Psycho. Oder nur Wasser. Kann sein, dass ich das bei Flegmon andauernd verwechsle. Aber wir hatten die Weiterentwicklung, glaube ich, in Pokémon Perl im Team. Blashoking. Oder war es die Weiterentwicklung? Ich gucke gleich mal nach. Wir machen erstmal kurz Donnerwelle. So. Wie ist es denn? Flegmon, genau. Gucken wir mal kurz nach, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Wasserpsycho, okay. Und genau, Blashoking ist die Weiterentwicklung, tauscht mit Kingstein. Und dementsprechend. Und das hatten wir halt in Pokémon Perl im Team. Moonlight hat jetzt fast alle KP verloren. Ach du Ali. Dann gehen wir mal kurz zu Maron rüber. Ja, Maron kann ja hier eigentlich auch noch gut kämpfen. Daher wollen wir mal nicht zu ihm wechseln hier. Ah, wahrscheinlich hat er Kopfnuss eingesetzt. Ja, Beulenhelm macht jetzt so Schaden. Das sieht so viel Schaden aus, wie er mir abgezogen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden Beulenhelm immer macht. Jedenfalls ist das immer ordentlich. Ah, jetzt natürlich die Aussetzer. Aber haben wir nicht noch Rankenhieb? Ne, haben wir nicht. Naturkraft. Was macht denn Naturkraft hier? Das würde ich gerne mal wissen. Hydropumpe. Uiuiuiuiui. Sehr starke Wasserattacke. Unsere erste Wasserattacke, die wir überhaupt einsetzen. Ja, moin. Das heißt, wenn wir irgendwie mal andere Pokémon begegnen, so Feuer oder so, auf zu Maron. Obwohl, Feuer ist vielleicht bei gegen Maron auch nicht schlecht. Also, da Maron einzusetzen, wäre keine gute Idee. Egal. Das sieht aber schön aus. Das sieht aber sehr, sehr schön aus. So, ich muss jetzt erstmal wieder einen Supertrank weichen lassen. Ja, komm, noch einen normalen Trank für Maron. Nein, nein, eins da oben noch. Hat er mal wieder die Taste nicht angenommen. Das sieht echt schön aus. Das sieht echt schon schön aus. Kann man hier lang? Nee. Da gibt es anscheinend auch noch mal ein paar Trainer. Hier nämlich auf der Insel. Hallo. Du besitzt nicht zufällig ein Meerring? Da hat dieser Stein also darauf reagiert. Gut, dann will ich ihn dir geben. Ampharos Need kriegt man hier. Einfach so. Ja, moin. Wenn Conny und Mr. Mega dich als Trainer anerkennen, wirst du sicher auch mit diesem Megastein etwas anfangen müssen. Dadurch kann ein besonders starkes Band zwischen dir und deinem Pokémon entstehen. Ja, das Problem ist leider, dass ich kein Ampharos Need habe. Hier ist noch ein Angler. Dann sprechen wir mal den Angler an. Und zwar, Ampharos Need habe ich jetzt. Ich meinte kein Ampharos. War auch kurzzeitig auf meiner Liste der Pokémon, die ich eventuell fangen möchte. Aber musste dann relativ schnell weichen. Ich weiß nicht mal warum direkt. So, Scampisco, Scampisto, wie auch immer. Zauberblatt.
Ah, sehr schön. Gut, dass wir die Pflanzenattacke da haben. Ja, Klammer kannst du ruhig machen. Dann kriegen wir dich jetzt die Runde down. Ja, wir haben ja auch in dieser Generation generell kein Elektro-Pokémon. Sonst im Pokémon Schwarz 2, mein letztes reguläres Pokémon-Let's Play, da war ja ein Elektro-Pokémon dabei. Sondern, ah, ich weiß jetzt nicht mehr wieder, wie das Pokémon richtig hieß. Ja. Elektroattacken sind halt auch schon sehr, sehr nützlich. Wir haben zum Beispiel ja gar nichts. Doch. Nee, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch gar nichts gegen Flug-Pokémon, aber das stimmt ja nicht. Wir haben ja Gesteinsattacken. Hallo! Deine Joy-Con ist aus. Och nee. Sag mir jetzt nicht, da ist der Akku leer. Normalerweise mache ich nach jedem Part ein Safe State sicherhalber zum normalen Speichern. Außer im letzten Part habe ich es nicht getan, oder generell die letzten Parts. Weil ich dachte, ja gut, das ist überflüssig. Jetzt wollte ich ein Safe State machen, weil ich überprüfen wollte, ob jetzt mein Pro Controller wieder geht hier. Aber ich bin auf falsche Dings gekommen. Ich habe außerdem den letzten Safe State gestartet. Nun bin ich an dieser Stelle. Bedeutet, ich werde jetzt alles, was wir in den letzten zwei Parts, würde ich schätzen, gemacht haben, nochmal neu machen. Also seit dieser Route hier mitten, seit dem Part hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ah! So, da bin ich wieder. Es war jetzt doch nicht so viel, weil nachdem ich das Spiel neu gestartet habe, um meine alten Joy-Cons anzuschließen, weil ich habe ja jetzt, ich habe ja noch zwei andere. Habe ich gesehen, ja gut, wenn ich den Spielstand ganz normal starte, dann bin ich wieder am Anfang des jetzigen Parts gewesen. Also von daher brauchte ich jetzt nicht so viel, mal nur ein paar wenige Kämpfe, den Kampf mit Serena nochmal gemacht. Hier nochmal drei Kämpfe waren das jetzt, glaube. Und ich habe jetzt auch ein paar weniger Tränke eingesetzt, also von daher, es war jetzt nur gut und es ist nichts weiter sonst passiert. Es war jetzt auch nicht so viel. Es ist jetzt auch nur, das war eine Sache von 10 Minuten. War eine Sache von 10 Minuten, wirklich. Von daher, let's go, auf geht's aufs Ampharos. Ich weiß, Lapras meinte ich. Ich weiß zum Beispiel, hallo, willst du nicht kämpfen? Doch. Ich weiß jetzt auch, dass trotzdem immer noch wilde Pokémon kommen. Obwohl Moonlight jetzt schon auf Level 28 ist. Es kam Tentacha auf Level 28 noch. Nee, ich habe vergessen, Schutz einzusetzen. Oh. Darum kam ein wildes Pokémon. Ich habe vergessen, Schutz einzusetzen. Stimmt. Oh, ja gut. Das kann natürlich passieren, wenn man so noch ein paar nachmachen muss, sie sehen. Aber gut, dann setze ich gleich nochmal einen Schutz ein. Habe ich jetzt ein paar Schotter gespart. Ist auch nicht verkehrt. Dornkanone, was ist das? Ja, es macht ein kleines bisschen Schaden. Achso, das ist so eine Attacke, die ein paar Mal mehr, also öfters angreift. Oder öfters zieht. Ach, wie auch immer. Hier, Zauberblatt. Ich möchte, dass Moonlight auch noch weiter aufsteigt hier. Moonlight soll das meiste Training jetzt hier bekommen. Allerdings muss ich natürlich auch auf Rex und Krug achten. Und da wäre eigentlich ein Gegner jetzt so vielleicht so für Krug. Ich probiere es mal. Aus dem folgenden Grund, Lanthorn, Elektrowasser bedeutet Boden ist normal effektiv. Und das ist doch auch schon mal was Gutes. Na, mal gucken, mal gucken. Bedrohung wirkt nämlich auch noch. Und wie ihr seht, Krug ist immer noch auf Level 26. Und das ist halt, naja. Bodycheck, ja gut, das macht eher weniger Schaden. Ja, sein Rückstoß sieht jetzt auch nicht so toll aus. Da hätte ruhig ein bisschen mehr, aber naja, egal. Wie viel ziehen wir denn überhaupt erstmal ab? Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Machen wir nochmal. Aha, er hortet. Somit steigt die Verteidigung. Aber an sich sollte die Verteidigung noch reichen. Es sei denn, er macht jetzt nochmal Horter. Ne, Verzehrer. Ah, er gibt sich selber KP. Aber es ist doch nicht so viel. Nee. Gut, das reicht, um es zu killen. Und ich hoffe mal, Krug erreicht dann Level 27 immerhin schon mal. Das wäre super. Sonst bleibt er noch eine Runde weiter hier im Kampf. Okay, Level 27 ist drin. Sehr, sehr gut. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn irgendwie auf der Strecke lasse oder so. Das wäre ja gar nicht gut. So. Dann erstmal ein Supertrank.
Für Moonlight? Ja, komm, da muss ruhig ein Supertrank. Hier reicht ein normaler Trank. Ja, da reicht ein normaler Trank. Und dann brauche ich noch einen Superschutz. Zack. Aber ich war jetzt so froh, als ich gesehen habe, ach, doch nicht so viel nachmachen. Gut, wäre sonst auch nur der letzte Partner gewesen, nicht gemacht hätten. Das wären halt jetzt noch die eine Route neu gewesen. Wäre auch kein Ding gewesen. Das war ja auch mal in Pokémon Schwarz 2 so. Dass ich aufgenommen habe und irgendwann habe ich so festgestellt, shit, die letzten 8, 9 Parts wurden nicht aufgenommen, weil der Speicher voll war. Oder so. Ich glaube, das war wegen dem Speicher. Nochmal ein Fluggegner. Ja, aber ich habe, genau, ich habe Firebird nicht mit dabei, also geht das nicht. Ja, auf jeden Fall musste ich da so 8, 9 Parts nochmal nachmachen und das war eine Arbeit. Das hat auch wirklich einige Tage gedauert. Hier gibt es so hohes Gras, interessant. Riesenperle kann man verkaufen. Sonst gibt es hier noch einen Trainer, Trainerin, wie auch immer. Sonst sind wir ja auch bald dann durch mit der Route hier, mit der Azurbucht. Und ich weiß jetzt nicht, was dann noch am Ende dann auf uns wartet. Viel ist es halt hier insgesamt nicht. Hier ist ein Sternstück, das nehme ich gerne mit. Auf jeden Fall war es damals in Pokémon Schwarz 2 sehr, sehr bitter. Aber da hatte ich damals eine schöne große Vorproduktion, sodass das für mich auch nicht so schlimm war. Ich habe dadurch sind halt keine Ports ausgefallen. Gerade Pokémon Schwarz 2, das war damals an Vorproduktion. Huiuiui. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein Spiel in so großer Vorproduktion. Weil ich damals das Spiel gesuchtet habe. Hier achte ich dieses Mal ein bisschen mehr darauf, dass ich das nicht so durchsuchte. Weil sonst verliere ich irgendwann die Lust. Und das will ich nicht. Und bisher sieht's, in Pokémon Perle habe ich es ja zum Beispiel auch so gemacht, dass ich das nicht so gesuchtet habe. Und ich fand das insgesamt einfach viel, viel besser. Weil dann kriege ich das immer in Maßen und dann habe ich mich nicht irgendwann satt gegessen. Das war leider in Pokémon Schwarz 2 so. Irgendwann war dann der Umbruch. So, ich bin jetzt hier weit nach vorne gelaufen, aber hier ist sonst kein Trainer oder so. Also es ist merkwürdig. Hier unten war ich da jetzt schon? Nee. Eine Wassertafel gibt's hier noch. Okay. Warum ist da ein Zitronenstein? Ich kann doch hier einfach außen rumlaufen. Ja, moin. Ach, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Gehen wir mal rein. Meerestitanhöhle. Ich habe das dumme Gefühl, dass hier irgendwann ein legendäres Pokémon auftauchen wird. Dann sind wir, denke ich mal, sowieso eigentlich hier fast am Ende. Ich gucke hier hinten noch, ob hier irgendwo... Es wäre sehr, sehr dankbar, wenn hier noch irgendwo ein Trainer wäre. Oder ich wäre da sehr, sehr dankbar für. Weil ich möchte nicht in diesem Part schon in die Arena gehen. Das will ich schon dann für den nächsten Part aufheben. Weil ich dachte, hier kommt halt auch jetzt ein bisschen mehr Training, aber... Nee. Ah, ich muss jetzt mal einen Topschutz einsetzen. Da haben wir ein bisschen Topschutz. Aber der Kuh hat immer nicht, dass wir den haben. Das finde ich so super. Aber hier ist sonst weiter nichts. Warum ist das hier so weit offen noch? Obwohl hier nichts ist. Naja. Naja. Oder hier links? Da, warte, da ist noch ein Himmelstrainer. Na toll. Ich habe keinen... Muss ich Firebird unbedingt auf die Box packen? Ja, musste ich. So, ich bin jetzt hier wieder in der Stadt. So viel Training haben jetzt leider die Pokémon nicht bekommen. Aber, ja gut. Ich dachte, es ist auch eine kleines bisschen längere Route. Aber gut, wir haben das jetzt hier gemacht und schlecht war es nicht und ich habe das falsch hier ausgewählt. Dann wechsle ich mal kurz wieder Maron rein. Ja, jetzt ist Maron draußen, aus dem Grund, ich wollte eigentlich jetzt noch zum Flugtrainer, zum Luftkampf, wo wir verhauen haben. Allerdings ist das noch vor der Spiegelhöhle und das ist mir jetzt einfach ein zu weiter Weg. Da warte ich doch lieber, bis wir die vor allem fliegen haben. Also wir haben die an sich schon, ich meinte den Orden. Ja gut, dann geht es im nächsten Part rein. Ich habe jetzt den Cut gemacht, auch aus dem vorhin Grund, um zu sehen, wie weit wir jetzt so von der Zeit her sind. Ich habe gerade den Part noch geschnitten und dann füge ich einfach jetzt den Rest hier hinten dran. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dahin und bye bye.